meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich habe jetzt etwas gesehen mit dem Team Motorrad-Schülerin, verstehen Sie Spass? Stelle ich mir etwas mega Lustiges vor, ich denke, können wir mal auf das reagieren. Ich hatte ja einfach eine schöne Abwechslung auf meinem Kanal. Und ich will mal sagen, wir fangen direkt mit dem Video an. Let's go! Ein Verkehrsübungsplatz in der Nähe von Fürth. Hier soll die 16-jährige Laura die ersten Fahrversuche auf dem Motorrad machen. Papa begleitet sie, Fahrlehrer sind auch da und die haben natürlich keine Ahnung, dass Laura in Wirklichkeit eine erfahrene Motocross-Sportlerin ist. Geil. Geil. Ja, eine Fahrstunde habe ich schon gehabt. Die schlimmste Geschichte beim Motorrad, ich sage das jetzt einfach mal immer so, ist, wenn ich die Kupplung nicht kontrollieren kann. Okay. Wenn ich abbiege, als linker Bieger, habe eigene Autos oder einen Querverkehr, was der Anfänger gern macht, er lässt die Kupplung schnalzen. Gas. Das ist geil. Jetzt hat sie sich sicher auf das vorbereitet, dass sie das macht, wenn er sagt. Dann hau das Ding ab und ich kann es nie mehr einfangen. Ja, gut, dann der Song, wenn es so ist, dann huckst du heute mal drauf. Geil, jetzt. Nach der kurzen theoretischen Einweisung geht's direkt in die Praxis. Test 1, 2, kannst du mich hören? Ja. So, und jetzt blamier mich nicht. Ja. Du, das ist die erste Vorstellung, da muss nur überhaupt nichts klappen. Okay. Dann gelangst du jetzt mal mit beiden Händen daher, Lenker, linke wie rechte Hand. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie da drüber kommen. Auf die Sitzbank drauf. Ich halte es fest, umfallen kannst du nicht. Geil, wir haben jetzt einen Treffer, wie immer das so. Es macht einen Schmier. Ja. Es macht einen Schmier da. Okay. Servus. Servus. Ganz kurz stören. Wie lange habt ihr denn ungefähr noch mit der Fahrstunde? Stund? Ja, aber wir haben danach ein paar Sicherheitstraining und da würden wir dann den Platz benötigen. Alles klar. Merci, servus. Ja, servus. So. Gut. Komisch. Ich gesagt, probieren wir es mal. Das ist wahrscheinlich schon zum ein bisschen. Ich glaube, die Schmierung ist da, um den Fahrlehrer schon ein bisschen zu verunsichern, dass sie fahrt sie auf die Straße oder irgendwas. Mhm. Da auf der rechten Seite. geil. Gell? Weißt du, wie es geht? Ja, natürlich. Kicken, genau. Okay, gut. Ja, also, Kupplung mal ziehen. Jetzt fahrt sie mir wieder vor. Jetzt kommst du aber ganz langsam auf mich zu. Ein bisschen anfahren und mich anschauen. Guck mich an. Jetzt vergasen. Kupplung langsam kommen lassen. Kupplung ziehen und wieder bremsen. Und mich angucken. Okay. Ich bin mega wunder, was jetzt passiert. Ich glaube wirklich, sie fahren nachher am Toten so wie ein sie. Kennt ihr das vielleicht alle, die noch nie gefahren sind, beim TÜV-Fahrer, beim Autofahrer, nicht, wenn ihr Angst habt oder irgendwas? Ihr müsst einfach wissen, wo die Kupplung ist, dass ihr safe auf die Kupplung könnt drücken und dann könnt ihr so viel Gas gewinnen, wenn da passiert nichts. Und ich glaube, sie macht das extra so, dass sie eben nicht auf die Kupplung geht und immer schneller wird. Und irgendwas macht. Ja. Was du nicht machen möchtest, Kupplung ziehen. Okay. Okay? Ja. Locker bleiben, durchschnaufen. Ja. Jetzt legen wir mal einen Gang ein. Okay. Und lass mal nur die Kupplung kommen. Nur ganz leicht die Kupplung. Genau so Sache. Geil, geil, geil. So Sachen meine ich, genau. Geil. Und jetzt fährt sie dann im Wühl rein. Herschauen, 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 herschauen. Geil. Herschauen, Kupplung ziehen, Gas weg, Kupplung ziehen. Kupplung ziehen und bremsen. Langsam, bitte langsam. Nein, 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 nein. Gibt es zwei Fahrlehrer? Hey, 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 hey. Siehst du, jetzt geht's dahin, jetzt geht's dahin. Das ist so geil. Im Wheelie. Richtig, der hat gar keine Macht mehr. Schau mal, wie die Kurve liegt. Die haben gar keine Macht. Gas weg, Gas weg! Gas weg, komm, Stopp! Stopp! Stopp!
What the fuck? What the fuck? What the fuck? Geil. Wo will denn die hin? Ja, wo ist denn hier? Die Hose! Ja? Oh, jetzt ist also Laura mit dem Motorrad weg. Jetzt kommt Schmier. Und der Papa Safe. Hat sich das Auto des Fahrlehrers gegriffen. Oh, jetzt fährt er auch so schlecht. Ihm schwand langsam was. Zum Glück ist ja die Polizei auf dem Übungsplatz. Entschuldigung. So, seid ihr schon fertig, oder was? Ich glaube, dass die mir gerade das Auto gestohlen haben. Was? Die haben das Auto gestohlen? Nee, auf einmal ist sie da hinten aufgesprungen, ja. Da umgefahren, da wieder zurück, da wieder vierte, der Vater ist in mein Auto rein und ist nachgefahren. Dann das Motorrad. Das, ja, also das Motorrad, das Kennzeichen haben sie, oder? Nein, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Es ist so, ich weiß nicht, ob sie dann nicht informiert worden sind, aber im Raum Bayern hat es jetzt schon öfters gegeben, dass diese Fahrzeuge entwendet worden sind. Also gerade bei Fahrschulen. Dass sie das noch nicht mit. Wir haben jetzt vier Fälle in Niederbayern gehabt. Habe ich nicht mitgekriegt. Die, ja, die. Der Chef aber zumindest gekriegt. Ja, kann man den. Ach, nein, leck mich doch am Arsch. Also, geil. Ich bekomme normalerweise bei den Fahrlehrern. Also, dass sie da drauf reinfahren, das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Ich bin so blöd, der sagt. Wenn wir da. Oh Mann. Was? Da kommen wir doch, oder? Jetzt schauen Sie mal her. Ist das nicht, oder? Ohne Helm dann. Da kommen sie wieder. Das war jetzt halt. Warte mal, die kommen gerade wieder. Ja. Was war denn das jetzt? Entschuldigung, ich hab's jetzt wieder eingefangen. Ey, wollt ihr mich verarschen oder was? Das tut mir wahnsinnig leid, aber es ist extrem ehrgeizig. Runter vor dem Ding. Wo ist die erste Fahrstunde? Ich glaube, du wirst mich verarschen oder was? Jetzt entschuldigt dich nur in aller Form. Ja, ja, ich bin da hinten rum, haust ab. Ich habe jetzt eine Panik schon. Ich hab zu dir über Funk die ganze Zeit gesagt, bleib stehen, bleib stehen. Entschuldigung. Warum haust du nur einfach ab? Na. Ist das versteckte Kamera oder was? Ja. Richtig. Ja. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ich glaube, Ding wäre so. Wie sagt man? Ich glaube, der Lichttag ist so krass, wenn du so etwas hörst. Und dann. Die Auflösung, dass es Verstehen Sie Spaß war. Das wäre schon. Krass. Krasse Erleichterung dann. Und ja, ich würde mal sagen, wer ist das gewesen? Bis zum nächsten Mal. Euer Obscura 94. Ciao miteinander.